Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 mit Arezo. Ich bin Arezo und ich habe einen Plan. Ich habe nicht wirklich einen Plan, aber ich habe etwas vor. Ich habe vor, die Hauptquest zu machen jetzt einfach. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen Geld damit verdiene. Franklin hat ja manchmal dabei Jobs, die ihm Geld geben. Und selbst wenn nicht, dann kommen danach eventuell Lester-Missionen. Eventuell kann ich mir ganz einfach einen Hubschrauber kaufen. Und dann diese Nebenmission weitermachen. Im ganz schlimmen Fall kann ich mir den Hubschrauber leisten nach der letzten Mission. Dann schließe ich tatsächlich mit der Hauptmission nicht die Reihe ab, sondern habe danach noch die Nebenmission übrig. Ja, wie ich die Reihe jetzt hier plane im Prinzip ist... hoppala. Oh! Das war knapp. Ich sollte auf die Straße fahren. So. Ja, ich mache alle Missionen, die wirklich deutlich auf der Karte eben zu finden sind. Oh Gott! Aber nicht die ganzen Suchmissionen. Weil die einfach zu lange dauern würden im Let's Play und ich momentan nicht wirklich streamen kann. Was ich übrigens auch nicht kann, ist Autofahren. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur zurück auf die Straße. Ich markiere mir außerdem mal den Weg. So, das dürfte ein bisschen schneller dann gehen. Ja, Unterschlupf ist auch in Ordnung. Oh, oben wäre richtig gewesen. Okay, kein Problem. Wir kommen nach oben. So. So, hier fahren wir ein bisschen querfeldein als Abkürzung und so. Oh, da kommen wir nicht vernünftig hoch. Na, vielleicht mit ein bisschen Anlauf. Yay, das hat geklappt. Sehr gut. Bis vor ein paar Folgen sind wir nie in diesem Tunnel gewesen und jetzt dauernd. Ich weiß nicht, wie das kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Okay, alles gut. Uns geht's gut. Ich bin übrigens erstaunt, wie gut dieses Auto noch fährt. Ich meine, alle Räder drehen sich noch, alle Räder zeigen in die richtige Richtung. Was will man mehr? Da musste ja die Pistole ziehen. Ich wollte nur das Moped haben. Schon fast ein bisschen schade um das Auto. Wie gesagt, es hat ziemlich viel ausgehalten. War ein braves Auto. Besonders der Stein, einfach weggekickt, als wären wir in Rocket League. Da, da, da. Oh, das hätte schief laufen können. Nebenbei halten wir natürlich trotzdem noch Ausschau nach Hubschraubern, die einfach unbewacht rumstehen. Irgendwie glaube ich nicht, dass hier zu viele davon sein werden. Oder irgendwo. Wir kürzen mal ein bisschen ab. Oh, wir haben sogar einen Weg gefunden direkt. Cool. Nicht ins Tier reinfahren.
Tut mir leid, ich will dich nicht treiben. Ich fahre nur zufällig in die gleiche Richtung. Da-ba-da. Und bald sind wir da. Hoffe ich. Okay, hier können wir nochmal abkürzen. Solange wir nicht gegen die Bäume fahren. Okay, alles gut. Jetzt müssen wir gucken, wo wir wieder auf die Straße kommen. Hier kommen wir wieder auf die Straße. Wunderbar. Wieso Glück? Nein. Ich bin einfach nur ein guter Fahrer. Manchmal. Selten. Nicht wirklich. Vielleicht ist es doch einfach nur Glück. Hast mich überzeugt, Franklin. Hoppala, da haben wir was kaputt gemacht, aber das ist nicht so schlimm, nehme ich an. Hey, wenn ich jetzt ein Moped hier habe, dann kann ich das ja hier parken und vielleicht bekomme ich das dann immer wieder hier. Statt das andere... Ich habe hier ein gutes Moped in der Garage die ganze Zeit. So, Mission. Was passiert? Ist eigentlich Lester noch hier? Ja, wo ist meine Mission? Ist es tatsächlich mit Chop zu interagieren? Glaube ich nicht, oder? Hier haben wir den Weg rein. Dann gehen wir mal rein. Hallo? Was ist denn das für ein Bild? Zwei Personen. Vielleicht seine Eltern? Vielleicht andere Verwandte? Sah nicht aus, als wäre es ein Bild von ihm. Allerdings habe ich es auch nicht groß gesehen. Ah, Kleiderschrank. Sehr gut. Hier muss ich sowieso mal hin. Okay, warum kann ich mich hier nicht umziehen? Ah, geht doch. Anzüge. Wo sind sie? Na los, zeigt euch Anzüge. Da sind sie doch. So, und zwar... Haben wir keinen kompletten Anzug? So, okay, und... Ah, doch, da haben wir doch, haha. So, sehr schön. Gut, dann war das unsere Mission, uns einfach umziehen. Ich meine, in gewisser Art und Weise ergibt es Sinn, weil wir tatsächlich die Kleidung geklaut bekommen haben, aber das scheint mir dennoch merkwürdig und seltsam. Okay, dann schätze ich... Nee, doch nicht, da. Wir haben wieder das F auf der Karte. Geh rein. Ja, und das F führt uns. Da ist nochmal genau das gleiche Bild. Das ist seltsam. Ah, okay. Wir sind am richtigen Ort. Hat er gerade am helllichten Tag versucht, Sterne anzugucken? Oder Himmelskörper? Ich weiß, es gibt ein paar Teleskope, die dazu in der Lage sind, aber ich bezweifle, dass das so gut ist. I can't stay. What's up, babe? Look, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't.
He just another nigga from the hood. Him, Stretch, and all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. Ugh, you do what you gotta do. Das klingt definitiv nicht nach einem Job, für den ich Geld für den Hubschrauber bekomme. Aber okay, tun wir das Richtige. Wir nehmen nicht das Moped. Das passt zwar farblich, aber vom Stil her passt es einfach nicht zum Anzug. Franklin, what's up? Oh, er nimmt ab. Cool. I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay at some sawmill with some ballers. Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what it say? This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit! And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me, and it's serious. Thanks, man. Ja, von wegen, er ist in seinem leeren Haus ohne Freunde, die sich um ihn kümmern, ne? Er hat ein paar Freunde, die sich um ihn kümmern. Ich meine, es sind nicht unbedingt Vorbildsfreunde, aber es sind welche, nehme ich an. Also, Kumpel zumindest. Und Abkürzung! Oh Gott! Oh. Okay. Alles gut. Entschuldigung. Nein. Hui. Da, da, da. Das schöne Auto. Oh Gott. Oh Gott. Nicht ganz perfekt. Erneut versuchen. Das kostet uns wenigstens kein Geld, ne? Denke ich. Hoppala. So, und unser Auto ist weg. Okay, kein Problem. Das kommt schon zurück. Ich meine... So wie sich das verfluchte Auto verhält. Franklin, what's up? Hey man, I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay at some sawmill with some ballers. Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what it say? This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American... Au! Ihr habt das gesehen, ne? War nicht meine Schuld.
Gut. So, Lester. Noch dran? Lester. Warum ist die Polizei hinter mir her? Das war ein kleiner... Oh ja, die Schrotflinte. Wir kürzen ein bisschen ab und hängen gleichzeitig die Polizei ab. Wie haben die mich gesehen? Meilen pro Stunde. Wie viel sind das in Kilometer pro Stunde? Ich meine, definitiv mehr, aber ich weiß nicht, wie viel mehr. Sagen wir 80. Wir fahren 80. Oh Gott. So, perfekt. Oh, verdammt. Ich muss in die andere Richtung. Okay, kein Problem. So, Lester. Oh Gott. Au. Ich habe nur kurz aufs Handy geguckt. Kein Problem. Lester wird eh nicht wieder abnehmen. Das Gespräch gilt als beendet, ne? Lester, Lester, Lester. Hey, it's Lester. Ja, okay. So, und jetzt sind wir wieder so weit, wie wir schon mal waren. Denke ich. Ah ja, da vorne haben wir den Sprung gemacht, den wir nicht überlebt haben. Aber keine Sorge. Diesmal machen wir keinen Sprung, den wir nicht überleben. Diesmal überleben wir den Sprung. Wuhu! Verdammt, Wasser. Okay. Warum hast du ein Messer in der Hand? Wo hast du ein Messer her? Leute. Hallo. Ich weiß, ihr hört das nicht gerne, aber ich muss eins eurer Autos konfiszieren. Tja, wir downgraden immer weiter. Au! Erst hatten wir unser Auto, das farblich passte. Dann hatten wir unser Moped, das farblich passte. Jetzt haben wir ein Spielzeugauto, das nicht farblich passt. Und unser Anzug ist dreckig. Und wir müssen Lamar retten, das ist auch nicht schön. Der hat mich beleidigt und deswegen jagen wir ihn nicht, weil ich das Moped brauche, ne? Sondern weil er es verdient hat. Die Polizei... Oh! Tja, damit ist der Zeuge weg. Okay, bis die Polizei hier ist, sollten wir auch weg sein. Oder auch nicht. Zum Glück brauchen die eine Weile zum Wenden. So, und schon können wir weiter. Ich glaube, das Moped hat ein bisschen was von der Schrottflinte abbekommen. Zumindest knattert es merkwürdig. Da, da, da.
Bald sind wir da. Denke ich. Da vorne ist nochmal Polizei, aber solange wir sie nicht überholen, ist alles... Ah, oh, verdammt, wir sind vom Kurs abgekommen. Ja, wir hätten da tatsächlich den kleinen Seitenweg hochgemusst. Das dauert. Oh, und da ist mal wieder der Tunnel. Den benutzen wir heute aber nicht. So. Einfach weil ich mir nicht vorschreiben lassen möchte, dass ich die ganze Zeit durch den Tunnel fahre. Wenn das Spiel das will, dann soll es was Interessantes in den Tunnel reinpacken. Ich meine, es wäre sicherer für die Tierchen, wenn ich den Tunnel nutzen würde, was ein Anreiz ist. Gleich sind wir da. Und wir sind da. You invite this stoolie, huh? We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, would y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Place is crawling with ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Bucks over there... Yeah, tell Trevor I said bite me. Man, I said shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Oh shit, there you go. Er hat die Sache unter Kontrolle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic, classic, huh? He's already planning his escape. Oh fuck. He runs away from the fight, I run towards it. Okay, auf Angriffsposition. Kann ich das nicht lieber als... Nein, okay, darf ich nicht. Die anderen sind ausgegraut. Begib dich zu einer der markierten Positionen, um deinen Angriffsweg zu wählen. Okay, das klingt nach ihm. Bringing attacks on the unsuspecting. I'm meeting them head on. Direct assault. All right, my turn to move. Hey, I got a good vantage. I'll see what I can do up here when the time comes. I reckon our best shot is coming at them from two different directions. All right, I'll take that on board. Jetzt sind auch noch die Schuhe nass. Okay, ist das hier der Bulldozerplatz? Ich denke, den würde ich nehmen, weil dann Maike eben Deckung geben kann. Give us the signal when you're ready, Frank. All right, let's do this. Laying down. Fire. Here I come, assholes. Okay, dann schauen wir mal, wie es denen geht. Wo sind sie denn? Wo seid ihr? Okay, da haben wir... Get off your fat ass and do some shooting, pork chop!
Okay, da haben wir einen. Ah, verdammt, ich hielt das für eine Hand. Okay, drei Leute sind noch übrig. Allerdings sind die alle hinter dem Baum. Und aus irgendeinem Grund möchte sich Mikey nicht woanders hinbewegen. Ich arbeite dran. Okay, da haben wir auf jeden Fall ein Ziel, das wir ausschalten können. Auf dem Dach. So, okay. Trevor, dir geht's gut da hinten. Ja, da, ich würde ja. Okay, du wirst ein Stück weiter nach vorne. Habe ich dich nicht eben schon ein Stück weiter nach vorne gebracht? Ja, ich kann sie treffen, aber ich kann sie nicht töten hier. Okay, den kann ich töten. Ich weiß, der lebt noch. Oh, verdammt, da sind einige Leute jetzt. Michael, da solltest du ein paar ins Visier bekommen. Explodiert das da, wenn wir raufschießen? Nee, wirkt nicht so. Oh, da sind Leute. Nee, da ist er nicht. Ah, da ist er. Oh nee, das sind andere. So, sehr schön. Wenn Trevor die rausscheucht, dann kriegen wir tatsächlich auch welche. Ja, ich glaube nicht, dass die dort rauskommen werden. Das heißt, wir wechseln wieder auf Trevor. Obwohl, wir schauen mal, wie es Franklin geht. Okay, die haben wir. Mal sehen, ob wir hier hochklettern können. Können wir tatsächlich. Sehr schön. Die sind über uns. Okay. Oh, ich gebe dir gleich ein paar Kugeln, keine Sorge. Ja,
get you. Oh, da hat Michael geholfen. Aua, das schmerzt doch. Der von Michael hier getroffen wurde, ist wieder aufgestanden. Und er steht immer noch auf. Also steht wieder auf. So, den haben wir. Sehr schön. So oft ins Bein schießen, bis er tot ist. Ich bin sicher, das funktioniert irgendwie. Okay, Leute. Ich denke, wir sind durch. Wir haben sie getötet. Jetzt müssen wir nur noch Lamar finden. Oh, verdammt. Da sind mehr. Oh. Ja, gehen wir mal kurz wieder auf Scharfschützenposition. Arbeite dran. So, sehr schön. Die beiden gehören zu mir. Lass mich doch erstmal zielen. Was sollte denn das werden? Sieht aus, als hättest du den durchaus unter Kontrolle. Und ich darf mich weiterhin nicht bewegen, was nervig ist. Ja, nur 9.957 Kugeln. Okay, ich denke, wir können wieder rüberschalten hier. Da wurde eine merkwürdige Waffe ausgewählt. Wo ist Lamar eigentlich? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich schätze, er ist hinter uns. Ja, da ist er. Verdammt nochmal. Das waren eventuell ein paar Schüsse mehr als nötig. So, perfekt. Kein Problem. Und los geht's. Shit, homie. You alright? I'm straight, homie. Bitches got the jump. Bitches got the jump on me. Oh, Moment, ich sehe gerade. Wir sind bei über 30 Minuten. Ich beende hier mal die Folge. Also, das war ein recht großes Gefecht. Hat mich ein bisschen überrascht, dass hier. Ich hätte gedacht, dass das eine eher. Naja. Abklingende Zwischenmission ist. Offenbar nicht. Okay, also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir Lamar wegbringen. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.